Hallo zusammen, mein Name ist Ralf Paulik und ich bin sehr froh, euch heute was erzählen zu dürfen, was ich vor circa einem halben Jahr kennengelernt habe. Und zwar durch einen Anruf von einem Freund, der mir gesagt hat, er hat was unglaublich Interessantes. Und ich habe gedacht, ach, jetzt schon wieder so ein Anruf. Aber da es eben ein sehr guter Freund war, bin ich hingefahren auf eine Präsentation und habe dort eine Möglichkeit bekommen, die aus zwei Teilen besteht. Und zum einen ging es darum, dass ich mit meinem eigenen Geld eine besondere Möglichkeit erhalte. Und zum anderen, wenn ich es möchte, könnte ich es auch weiterempfehlen, aber daran hatte ich überhaupt null Interesse. Und so bin ich mit meiner Lebenspartnerin, die das jetzt auch gerade filmt, die ist hinter meinem Telefon und nimmt das hier schön auf, dorthin gefahren, haben uns das angeschaut und haben sofort erkannt, das ist eine absolut historische Chance, mit seinem eigenen Geld eine Vervielfachung zu erreichen. Worum ging es oder worum geht es überhaupt? Es geht um eine absolut historische Chance, und zwar in dem Bereich der digitalen Währung. Nun habe ich damals gedacht, naja, digitale Währung, das hört sich alles komplex an. Ich bin ja selber ein Freund von einfach, einfach, einfach. Und so habe ich es dann auch letztendlich auf der Heimfahrt verstanden, dass ich gesagt habe, das, was bei Bitcoin bereits funktioniert hat und heute Realität ist, das wird mit diesem Unternehmen OneCoin auch funktionieren und funktioniert auch schon. Also die Frage konnte ich mir gleich aus dem Kopf raus operieren, ob das alles denn funktionieren würde, weil das ist schon bewiesen. Die Frage war nur noch, will ich es selbst, und dafür habe ich mich sofort mit meiner Partnerin entschieden. Und in der Folge haben wir uns mit der Thematik noch etwas intensiver beschäftigt. Und worum geht es eigentlich bei dem Thema Kryptowährung? Die Idee ist 2009 geboren worden, mit der grundsätzlichen Tatsache, dass Leute, also alle wir Menschen, können uns Geld austauschen ohne Bank, ohne Staat. Und das hat mich schon total begeistert, weil wenn man sich heute mal die Realität vor Augen führt, dann war das Vertrauen in das eigene Bankensystem, in die eigenen Versicherungen, in die eigene Politik noch niemals so schlecht wie heute. Und deswegen ist auch diese Idee genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann habe ich mich weitergehend damit beschäftigt, wer führt dieses Unternehmen eigentlich? Und das ist die Frau Dr. Ruja Ignatova. Und der bin ich heute sehr, sehr dankbar, dass sie den Mut hatte, dieses Thema aufzunehmen, weil es passt nichts besser in die heutige Zeit, als endlich mal dieses kranke, absolut, explodierende Geldsystem dazu Alternativen zu schaffen. Und das ist eine gigantische Alternative. Ein Beispiel dazu, das bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt. Damals 2009 wusste noch gar keiner, ob das überhaupt mit Bitcoin jemals funktionieren würde, weil es waren einfach die Pioniere damals. Und die Frage, die man sich stellt bei digitaler Währung, ja, was habe ich davon, was will ich damit? Deswegen, dieses Beispiel lässt sich auch sehr, sehr gut ergoogeln. Der erste Austausch zwischen einer digitalen Währung und einer Ware war der Kauf einer Pizza. Ganz kurz die Story. Damals hat einer gesagt, du, ich habe 10.000 Bitcoins, würde es denn da draußen jemand geben, der mir dafür eine Pizza liefern lassen würde? Klingt komisch, ist aber so. Und es gab tatsächlich einen, der hat ihm eine Pizza liefern lassen und hat dafür ca. 15 Euro ausgegeben und hat im Gegenzug 10.000 Bitcoins bekommen, die damals einen Wert von 30 Euro hatten. Und nur ein paar Jahre später war diese Pizza 2, und so viel Millionen wert. Und genau an diesem Punkt muss man jetzt darüber nachdenken, wenn man eine Zeitmaschine hätte, könnte sich reinsetzen mit dem Wissen von heute, zurückfahren auf 2009, würde sich jeder genau diese Bitcoins kaufen und heute würde keiner mehr irgendwie stöhnen, weil irgendwas geldtechnisch nicht passt. Aber keiner von uns hat eine Zeitmaschine und deswegen herzliches Dankeschön an die Frau Dr. Ignatova, dass sie uns diese historische Chance jetzt erneut gibt mit OneCoin. Mit ein paar Cent hat es begonnen, genau mit 50 Cent. Heute etwas mehr als ein halbes Jahr, wo ich dabei bin. Das Unternehmen ist etwas älter als ein Jahr. Heute ist im Übrigen der 12. November 2015.
ist es bereits heute so, dass der Wert des OneCoin bei 3,35 Euro steht. Ich habe ihn selber gekauft mit 1,05 Euro. Wenn ich heute in den Rückspiegel gucke, kann ich jetzt schon sagen, oh, klasse, alles richtig gemacht. Und da habe ich noch mit gar keinem Menschen über dieses Empfehlungsmarketing gesprochen, weil das war der nächste geniale Schachzug und das ist die zweite historische Chance, dass man mit einem Thema, was wirklich alle Menschen interessiert, ein klasse Empfehlungsmarketing machen kann mit einer sensationellen Vergütung. Und dafür habe ich mich dann kurze Zeit danach entschieden, wo ich gesagt habe, das finde ich selber für mich gut, also werde ich auch darüber reden. Habe mit meiner Lebenspartnerin darüber gesprochen und die Entscheidung ist gefallen. Wir werden jeden Tag über OneCoin sprechen. Und das haben wir 27 Wochen am Stück gemacht. Überall in Deutschland, bei jeder Gelegenheit, mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen, dass daraus hervorragende Freundschaften entstanden sind. Ein riesengroßes Netzwerk. Das Netzwerk ist heute 9000 Partner stark. Und selber habe ich aber nur mit 16 gesprochen. Jetzt weiß man mal, gerade die Leute unter euch, die Vertriebsblut in den Adern haben, die, wenn die solche Zahlen sehen, ich habe das oft genug probiert, die haben sich das angeschaut und haben gedacht, ich bin schon seit 5 Jahren in dem Unternehmen dabei. Nein, nach einem halben Jahr jeden Tag über OneCoin reden, so ein gigantisches Thema, das ist einfach sensationell. Und wenn man sich das heute vorstellt, dass so viele fleißige Vertriebsleute da draußen richtig Herzblut in Produkte und Dienstleistungen investieren, Vertriebsnetze aufbauen, da stelle ich immer wieder die Frage und das habe ich mehrfach in den letzten Wochen gemacht. Ich habe gesagt, stellt euch doch einfach mal vor, dass wenn man mit einem Drittel der Partner in einem Viertel der Zeit das Gleiche, was du heute im Monat verdienst, in der Woche verdienen könntest, wäre das interessant für dich? Die Frage kann sich jeder beantworten. Und dadurch sind so sehr viele Vertriebspartner zu uns gekommen, die so sehr dankbar sind, dass sie endlich das verdienen für ihren Fleiß, was sie wirklich schon immer verdient hätten. Und das begeistert mich so großartig. Und warum kann ich überhaupt darüber heute sprechen? Weil es eine Person gab, die es mir vorgestellt hat. Und dieser Person bin ich sehr, sehr dankbar. Und in der Folge gab es natürlich eine Person oben drüber, die es der jenen Person erzählt hat. Und diese Person ist der Anton Federspiel, Toni, heute guter Freund geworden. Er ist dafür verantwortlich, dass es nach Deutschland gekommen ist. Also ganz herzliches Dankeschön, Toni, und auch für die Riesenunterstützung. Dann gibt es die Steinkeller-Brüder. Die haben uns die Möglichkeit gegeben, dass das überhaupt in Europa an den Markt kommt. Klasse Jungs, völlig, also ich bin begeistert, also ich sag mal, Empfehlungsmarketing ist ja sowieso etwas von Mensch zu Mensch. Und wenn ich darüber rede, Menschen, dann alle die genannten sind so klasse Menschen und das macht so einen großen Spaß. Und natürlich, und deswegen bin ich auch zum einjährigen Geburtstag vor ein paar Wochen nach Macau geflogen, nähe Hongkong, zum einjährigen Geburtstag von OneCoin und habe dort persönlich die Frau Dr. Ignatova kennenlernen können. Und auch sie, eine perfekte Person, ein Mensch durch und durch, keine Allüren, ist nicht der Erfolg ist ja nicht zu Kopf gestiegen, weil das, was OneCoin heute bereits geleistet hat, in dieser kurzen Zeit, das hat jetzt schon Geschichte geschrieben und wird in Zukunft in die Schlagzeilen geraten, weil das ist jetzt schon Weltrekord. Das größte Vertriebsnetzwerk ist weltweit entstanden, nach einem Jahr über 600.000 eröffnete Konten. Also über 1 Milliarde Marktkapitalisierung. Das ist einfach unglaublich, was das Unternehmen geleistet hat, was weltweit gleichzeitig in über 180 Ländern gestartet ist. Allein die Logistik, alles was dahinter steht. Also ich kann nur sagen, Daumen nach oben, unglaublich, was man hier erleben kann. Und wie gesagt, jeder, der mit dem jetzigen Geldsystem so seine Kopfschmerzen hat, sollte sich Alternativen anschauen wie diese. Und die ist, wie gesagt, so gemacht, dass Menschen untereinander Geld austauschen können, weltweit, ohne dieses krankende Geldsystem. Und das ist einfach so grandios. Ich habe vorgestern in der Zeitung gelesen, dass der Erfinder von Bitcoin bereits jetzt auf der Liste steht für den Nobelpreis 2016 im Bereich Ökonomie. Und das zeigt, was das für ein gigantisches Thema ist. Alle da draußen, die in Konzepten denken,
die sollten sich diese Information vollständig abholen. Und das ist sehr wichtig, dass ich das sage. Die vollständige Information, und zwar qualifiziert. Entweder von demjenigen, von dem ihr gerade das Video erhalten habt, oder wendet euch gerne auch an die Person oben drüber oder auch gerne an mich. Und wenn man das einmal komplett verstanden hat, dann weiß man, es ist in zweierlei Hinsicht eine historische Chance. Und ich wünsche es sehr, sehr vielen von euch, dass sie dieses Thema OneCoin in ihr Konzept einbringen können. Weil ich habe lange aufgehört, in Einzelgeschäften zu denken, sondern ich denke nur noch in Konzepten. Mein Konzept heißt reich, gesund und glücklich, weil alle Menschen wollen nur eins, ein gesundes, langes Leben. Und das ohne Schmerzen, ohne finanzielle Sorgen. Und warum Reichtum an erster Stelle? Weil Reichtum besteht aus zweierlei Hinsicht. Zum einen aus dem geistigen Reichtum und zum anderen aus der finanziellen Freiheit. Und wenn man das eine hat, dann kann man das andere erreichen. Wenn man es nicht hat, wird das andere nur von kurzer Dauer sein oder es wird nie eintreten. Und deswegen muss man OneCoin als eine Möglichkeit begreifen, einmalig im Leben eine Chance zu bekommen, aus Geld ein Vielfaches zu machen und dann mit diesem Geld, was man zum Leben nicht braucht, in Konzeptbausteine investieren. Sprich in wahre Sachwerte, beispielsweise das Gold, was es seit Jahrmillionen gibt. Und dann kann das Finanzsystem explodieren und wir sind alle nicht dabei. Und das ist das, worauf es ankommt. OneCoin ist kein Allheilmittel für irgendetwas, aber es ist eine gigantische Möglichkeit für alle die, die weiterdenken und Chancen erkennen können. OneCoin ist nicht nur eine grandiose Thematik, was Geld angeht, sondern OneCoin verändert Leben. Und davon habe ich so viele in meinem Team jetzt kennengelernt und darüber bin ich auch sehr froh. Wir haben uns unsere Ziele auch selber nochmal nach oben schrauben müssen und das wöchentlich, weil das, was hier an Geld verdienen möglich ist, das habe ich überhaupt noch gar nicht erlebt. Und warum ist das so? Weil das Interesse an dieser Thematik so gigantisch ist. An der Stelle auch mal ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team, weil dieses Teamwork macht so einen großen Spaß. Ich habe viele, viele Jahre Radsport gemacht und eins war immer klar, wenn man alleine im Wind fährt, ist man nicht so schnell, als wenn sich die Leute abwechseln, immer abwechseln. Und wenn jeder Verantwortung übernimmt im Team und für das gesamte Team denkt, dann haben wir so einen großen Erfolg, gemeinsamen Erfolg. Weil was ist das Schönste im Leben, wenn man Zeit und Geld mit Freunden teilen kann? Und das ist hervorragend. Ich könnte noch 2 Stunden erzählen, aber an der Stelle, ich wünsche euch das Beste, das Allerbeste und vor allem Gesundheit. Macht's gut, hier war der Ralf.